Viele Jahre hat Stefan Meross, 47, seine Ex-Frau Anna-Karina Wojcik, 30, musikalisch gefördert. Nun sind die beiden getrennt und die Blondine schafft es mittlerweile ganz alleine, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zeit für den immer wieder Sonntagsmoderator weiterzuziehen? Und eine neue Sängerin, die seine beruflichen Erfahrungen gebrauchen könnte, hat er schon gefunden. Stefan Meross, er fördert die Newcomerin Vanessa Dollinger. Die Liebesgeschichte von Anna-Karina Wojcik und Stefan Meross glich einem Märchen. Sie war 2016 erstmals bei Meross' Sendung Immer wieder sonntags zu Gast. Um den Schlagerstar und die damalige Newcomerin war es sofort geschehen. Die beiden verliebten sich und heirateten schließlich. Gleichzeitig war es dem heute 47-Jährigen stets ein Anliegen, seiner Liebsten bei ihrem Karriereaufstieg zu helfen. Insbesondere mit ihren gemeinsamen Auftritten begeisterten sie in den folgenden Jahren die Fans. Damit ist nun allerdings Schluss, denn im November 2022 gaben die Sänger ihr Eheaus bekannt. Auch beruflich ist anzunehmen, dass die beiden mit der Zeit größtenteils getrennte Wege gehen. Es ist also an der Zeit für Stefan Meross, seine Fähigkeiten an eine neue Sängerin oder Sänger weiterzugehen, die oder der es in der Schlagerwelt schaffen möchte. Nun ist klar, er hat seinen neuen Schützling bereits gefunden. Im Gespräch mit der Bild offenbarte der Moderator, dass er mit Hilfe von Hitproduzent Ralf Siegel die 20-jährige Vanessa Dollinger aus Kärnten, Österreich groß rausbringen möchte. Die junge Schlagersängerin hat bereits mit Songs wie Verliebte schlafen nicht und Feuerwerk kleine Erfolge gefeiert. Stefan glaubt bereits an Vanessa. Wir glauben, dass sie viel Potenzial hat. Wir wollen ihren Sound mit den Siegel-Kombinationen verbinden. Ich kümmere mich um das Management, von Ralf kommt die musikalische Unterstützung samt Plattenfirma. Sein Schlagerkollege Ralf entpuppte sich im Bild-Interview auch als Fan der Nachwuchskünstlerin. Doch auch über Meross hat er nur gute Worte verloren. Stefan hat sich wunderbar entwickelt. Er ist spannend, herzlich und inzwischen ein richtig toller Kerl. Und Vanessa ist eine großartige Künstlerin. Stefan Meross, seine Ex Anna-Karina Wojcik startet nun alleine durch. Während Stefan Meross seine Erfahrungen an Vanessa Dollinger in Zukunft weitergibt, schafft es seine Ex Anna-Karina Wojcik mittlerweile ganz alleine im Business. Sie brachte erst vor kurzem ihre neue Single Das Beste auf den Markt. Nicht nur den Song, sondern auch das dazugehörige Musikvideo kommt hervorragend bei ihren Fans an, wie sie kürzlich auf Instagram verlauten ließ. Das beste Zusammenstoß 100.000 Klicks bei YouTube in nur 2 Tagen doppeltes Ausrufezeichen. Danke euch.